Frank Meuser. Herzlich willkommen. Juhu. Wow. Was für ein Anblick. Ihr seid echt die Geilsten. Das muss man mal sagen. Wir sind zum 10. Mal als Deutscher Tierschutzbund dabei, weil wir haben es satt. Wir haben, waren Gründungsmitglied. Und ich bin stolz drauf, dass auch im 10. Jahr noch so eine riesige Menge von engagierten Menschen da ist. Denn wir haben eigentlich einen sehr, sehr traurigen Anlass heute, weil dem politischen Tierschutz in Deutschland ging es in den vergangenen 10 Jahren noch nie so schlecht wie heute. Es passieren skandalöse Sachen und wir Tierschützerinnen und Tierschützer sind heute deswegen da und sagen, Frau Klöckner, wir haben es satt. Ja! Man muss es sich vor Augen führen, was gerade in den letzten 2 Jahren und auch gerade in diesem Augenblick, gerade in Deutschland, in der Politik passiert. Wir Tierschützer und Tierschützerinnen kämpfen seit Jahrzehnten dafür, dass der Tierschutz im Gesetz den Wert bekommt, den die Tiere verdienen. Und wir haben im Jahr 2002 einen riesigen Erfolg erzielt. Da wurde das Staatsziel Tierschutz ins Grundgesetz geschrieben. Das bedeutet, jegliche Politik, jegliches staatliches Handeln, alles was Politiker tun, muss zum Wohl der Tiere erfolgen. Aber was ist seitdem passiert? Ich sag's euch, es ist überhaupt nichts passiert. Das ist ein Skandal. Wir hatten einen kleinen Lichtblick, das war das Jahr 2013. Das Tierschutzgesetz wurde novelliert und nach langem, zähem Handeln und langem Druck wurde gesagt, diese schmerzhafte, diese schlimme Praxis der betäubungslosen Kastration von Ferkeln soll verboten werden. Und es wurde gesagt, es wird ab 31.12.2018 verboten, dann ist Schluss damit. Da passierte erstmal überhaupt gar nichts. Drei Monate, bevor der Ausstieg erfolgen sollte, hat die Agrarindustrie festgestellt, wir haben uns überhaupt nicht drum gekümmert, wir haben nichts gemacht. Und was macht die Politik? Sie sagt, dann nehmen wir das Gesetz wieder auf und hängen einfach nochmal 2 Jahre dran. Ursprünglich wollten sie 5 Jahre. Wo gibt's denn das, dass vom Gesetzgeber beschlossene Gesetze wieder aufgehoben werden, weil die Agrarindustrie sagt, wir haben es verpennt. Das kann doch nicht wahr sein. Und es dauerte nicht lange, da kam der nächste Punkt. Diese Koalition, die große Koalition, hat sich in den Koalitionsvertrag geschrieben. Zur Mitte der Legislaturperiode ist Schluss mit der grausamen Tötung von männlichen Eintagsküken. Wir machen Schluss. Zur Mitte der Legislaturperiode. Das war im Oktober 2019. Bis heute ist nichts passiert. Nichts. Das ist ein Skandal. Und wenn ihr glaubt, damit sei das Ende der Fahnenstange erreicht, dann muss ich euch sagen, was in diesen Tagen passiert, in diesen Wochen passiert, ist der größte Skandal im politischen Tierschutz seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten. Es geht um den Kastenstand. Ein Käfig, in dem Sauen gehalten werden. Das steht im Gesetz. Diese Tiere müssen, und das ist für mich eigentlich schon Skandal genug, wenigstens ihre Beine ausstrecken können in andere Käfige, damit es nicht zu eng für sie ist. Und ein Gericht hat vor 2 Jahren, ein oberstes Gericht, hat beschlossen, der Kastenstand ist deswegen illegal, der ist rechtswidrig, der muss weg und zwar sofort, hat das Gericht gesagt. Und was jetzt passiert, ist einfach ein unglaubliches Unding. Frau Klöckner sagt, gut, wenn da drin steht in dem Gesetz, die müssen ihre Beine ausstrecken können, das können sie nicht, dann streichen wir einfach diesen Satz aus dem Gesetz. Das muss man sich vorstellen. Das ist ein Verstoß gegen das Staatsziel Tierschutz, das ist ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Und liebe Freundinnen und Freunde, welches Vertrauen sollen wir Tierschützerinnen und Tierschützer, wir alle, die wir hier stehen, noch in die Politik haben, wenn gesagt wird, dass ein Gericht sagt, es kann so nicht weitergehen, dass dann einfach die Gesetze so hingebogen werden. Dadurch wird massives
unerlaubtes Tierleid verlängert, das gibt massive Tierquälerei ausgelöst. Und wir haben als Deutscher Tierschutzbund, als Tierschützerinnen und Tierschützer in Deutschland jetzt beschlossen, einen Weg zu gehen, den wir noch nicht gegangen sind, den wir uns lange überlegt haben. Wir haben beschlossen, auch im Namen von allen, die heute hier sind, von allen Mitstreiterinnen und Mitstreiterinnen, wir werden erstmals dafür sorgen, dass, wenn diese Verordnung, wie Frau Klöckner sie vorgelegt hat, durchkommt, dann wird sich Frau Klöckner vor einem Gericht dafür verantworten müssen. Die wir hier sind, alle Tierschützerinnen und Tierschützer, Umweltschützerinnen, Bauern, Bäuerinnen, wir alle sind gesprächsbereit, wir sind kompromissbereit, das waren wir immer, das haben wir immer gezeigt, auch heute, Landschaft, Verbindung, mit auf der Bühne, großartig. Aber auch wir kommen an einen Punkt, wo wir sagen, mit unseren Mitteln, die wir bisher angewandt hatten, kommen wir nicht weiter. Und deswegen jetzt dieser Schritt, denn Frau Klöckner, wir alle hier, wir haben es endgültig satt. Ich danke euch. Herzlichen Dank.